Katze. Ich bin das nochmal wieder. Oh nee. Ich bin gealtert. Um Jahre, um Jahrzehnte bin ich gealtert seit diesem Flug. Da ging das ja schon los, dieses Sitzen endlos lange. Und dann wollte ich ein bisschen aufstehen, um mich ein bisschen zu unterhalten. Die neben mir waren so langweilig. Liebesbrauflitterwochen? Das sei gefährlich. Oh Gott. Und dann kam da so ein Formular an, auf Englisch, mit so Fragen. Die sollte ich da alle beantworten. Die hatten noch nicht mal was auf Deutsch da. Ob ich so übersetzt jetzt Mitglied in einer kommunistischen Organisation gewesen sei. Das gibt's doch wohl nicht. Ob ich Fleisch dabei hätte. Ich habe da jedenfalls überall No angekreuzt. Und als Beruf Aktrice eingetragen. Und erstmal geschrieben, ich will nur 3 Monate bleiben. Ja, sonst ist das mit dem Visum noch viel schwieriger, habe ich gehört. Und den Green Card, die kriege ich sowieso nicht auf einmal. Das ist, immer gibt das Probleme. Immer gibt das nur Probleme. Und dann bin ich dann endlich auf dem Flughafen gelandet. Bis ich dann meinen Koffer kriegte, dauert es nochmal 1,5 Stunden. Ich hole mir einen Kaffee. Was die da unter Kaffee verstehen, das wäre bei uns da. Das wäre Tee von der Farbe her. Diese lauwarme, brabene Plörre. Na. Und dann. Ich mit meinem Koffer, ich sag zu dem anderen auf Englisch, ich habe das ja extra nun geübt. I want to have a taxi. Guckt er mich an. Hey. Ach nee, davor ist ja noch was anderes passiert. Sehen Sie, ich bin schon vollkommen durcheinander. Die haben doch meine Handtasche durchsucht. Mein Handgepäck. Und dann haben die mir meine Mettwurst und meine Leberwurst weggenommen. Also das haben die da doch gar nicht. Und dann hätten sie die mal hören sollen. Ma'am, it's dangerous to bring meat into the United States of America. And it's against the rules, ma'am. Ne, das ist die Spender wohl. So ein Professor hinter denen da, der hat mir das übersetzt. Gefährlich, mein Fleisch, gefährlich. Und dann noch so ein junges Ding daneben. Ma'am, please. These are the rules. Please. Give us your meat now, and then you can check in. Welcome to the USA. Ja, willkommen to the USA. Danke. Und dann als nächstes, da tut er so, als wenn er mich nicht versteht, wenn ich ein Taxi haben will. Da fährt er direkt eins vorbei und ich sag, like this. Da guckt er mich doch an und sagt, this is a cab, man. Ne Kabel, wenn ich ein Taxi haben will, der spinnt doch wohl. Wenn ich dann jedenfalls mit dem Ding da zu einer Autovermietung, jetzt habe ich so ein Auto da unten stehen und bin so in einem ganz so billigen Motel hier und ja, meine Wurst ist ja nun weg. Ich habe ja noch so ein bisschen hier Gurken und Magerquark und eine Zeitung aus Deutschland mit einem Fernsehprogramm, aber was nützt mir das? Das kann ich ja auch nicht gucken. Wir haben ja nur sowas anderes, was ich auch nicht verstehe. Nee, aber wir Nordlichter, wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir sagen ja auch immer, hart ist das Leben an der Küste. Und ich werde das hier in Angriff nehmen, koste das, was das wolle. Jetzt kann ich erstmal meine Gesichtsmaske wieder abspülen. Schlaf ein bisschen. Oh, meine Nerven, völlig am Ende. Und dann geht das morgen aber los. Ich hab so Heimweh nach Hamburg. Ich hab so Heimweh. Ich hätte das nicht gedacht, aber ich hab so Heimweh nach meinem Hamburg. Auch wenn das da auch manchmal ein bisschen schwierig ist, aber doch anders als hier. Ich hab